Start und jetzt gilt es. Teilnehmer beziehen ihre Plätze. Favorit Maharaja 2.9, 3.0, Sebastian Kay ganz außen, Pferd am Auto. Das Rennen ist gestartet an der Innenkante. Backman. Backman will das Kommando. Raya Mirci. Da kommt von außen G.H. Nemo, Sebastian Kay und Maharaja am Ende zusammen mit Bagley. Es geht in den ersten Bogen. Backman hat einen Fehler von Raya Mirci. Raya Mirci in der Luft. Die zwei wieder auspariert. Hat die Position eingebüßt. Vorne ist Backman. Backman, der hinter G.H. Nemo an die Innenkante gekommen. Dritter ist Monster Drive. Das sind die ersten drei. 1, 6, 10. Raya Mirci läuft außen wieder los. Dann Sebastian Kay. Was heißt, er läuft wieder los. Er muss wieder los. Da schickt ihn Colgini mit aller Werbe nach vorne und greift hier Backman an, hat mit dem Gegenüber schon einen Vorteil. Raya Mirci, naja, das sind so diese Colgini-Vorträge. Raya Mirci hat es übernommen. Die 2 vor der 1 Backman, dahinter die 6 G.H. Nemo, die ersten 3. Sebastian Kay ist nun außen unterwegs und das ist genau dieses flotte Rennen, das Maharaja und auch Bagley sicherlich mögen. Sebastian Kay greift nun an. Orke Swanstedt entscheidet sich für den Weg nach vorne. Er ist außen in zweiter Spur unterwegs, Raya Mirci, Sebastian Kay, Backman die ersten drei, dann G.H. Nemo, dahinter sieht man Roxana de Barbré in der Außenspur. So geht es nun gleich an der Startstelle vorbei, vorne ist Raya Mirci, Raya Mirci, Sebastian Kay, außen, innen, dann Backman. So geht es von Ziel ab auf die Schlussrunde, 1000 Meter noch, vierte Roxana de Barbré und dahinter im Fahrwasser ist jetzt Maharaja aufgetaucht, G.H. Nemo an der Innenkante, Monster Drive, Bagley und am Ende des Feldes Save the Quick. So geht es durch den vorletzten Bogen. Raya Mirci, Sebastian Kay an seiner Seite, der macht schon mal Druck und ich denke mal von Raya Mirci werden wir uns gleich verabschieden dürfen, müssen, können, wie auch immer. Sebastian Kay daneben an der Innenkante, Backman, jetzt kommt der Angriff von Maharaja, jetzt geht Sebastian Kay nach vorne, da setzt Maharaja nach und im Fahrwasser kommt auch Bagley weiter, Mitte gegenüber, Sebastian Kay, Raya Mirci ist geschlagen, aber Maharaja wird immer stärker und dahinter kommt auch Bagley, Sebastian Kay ist vorne, außen kommt Maharaja, der ist schon dran an Sebastian Kay und dahinter versucht es aus noch Bagley, die ersten beiden, Sebastian Kay und außen Maharaja, der hat einen knappen Vorteil, Sebastian Kay, Maharaja und das wird ein Triumphzug, das wird ein Triumphzug, das behaupte ich jetzt einfach schon mal, Maharaja kommt mit der Führung um die letzte Ecke und jetzt auf der Geraden, Maharaja, Sebastian Kay dahinter, wer auch immer, ich glaube Backman, Bagley ist dabei, Kampf aber nur noch um die Gelder, denn der hier, der zertrümmert sie alle, Maharaja, Maharaja ist ein überlegener Olympiasieger, Gold an Maharaja. Maharaja gewinnt hier überlegen und dahinter, ja ich glaube es war Roxana de Barbré noch vorbei an Sebastian Kay, Maharaja, also was für eine Vorstellung und dieser Maharaja, der hätte auch die Franzosen im Prix d'Amérique aber ordentlich ins Schwitzen gebracht. Er hat die Peitsche geschultert, Örjan Kihlström, und ja, hat ihn am Gebiss. Und glauben Sie nicht, dass das Rennen langsam war. Jetzt hat er die Peitsche nicht mehr geschultert. Jetzt hat er sie entsendet in den Orbit. .438 im Übrigen. Tja, da ist auch ein Mann wie Örjan Kihlström mal zu Emotionen fällig, fähig. Und die sind dann fällig, der Iceman. Jetzt verzieht er wieder wahrscheinlich kaum eine Miene für seine Verhältnisse. Euphorisch, Örjan Kihlström, eben der Peitschenwurf. Und der, ja, der Hinweis, das Zeigen auf ein Pferd, das fraglos das Beste ist, was der Mann je gefahren hat. Und der hat viele, viele klasse Pferde gefahren. Aber ich glaube, das kam da zum Ausdruck nach dem Motto, schaut euch dieses Pferd an, das ist ein Olympiasieger. Das ist
ein, wie sagt man immer so schön, ein Usain Bolt des Trabrennsports. Oh mein Gott. Maharaja, für die Traf-Kompanie, für Trainer Stefan Hultmann und natürlich mit seinem ständigen Fahrer Örjan Kihlström.